Schönen guten Tag auch, Kaisi hier, Big Pharma, weiter geht's. Und wir haben in der letzten Folge ja diese impulsante, ja, wie soll ich sagen, Produktionskette. Es ist fast, es ist eine Produktionskette hier erstellt, aber die ist noch irgendwie sehr teuer. Also prinzipiell haben wir natürlich die Kohle, aber ich glaube, die könnte man noch optimieren. Und zwar müsste man dafür einfach... Ich guck nochmal kurz, wir haben hier die drei Evaporator und dann einen Dissolver und gehen dann auf einen Autoclave und man braucht zwar zwei Autoclave, aber das können wir uns klemmen dazwischen. Das heißt, ich stopp mal die ganze Geschichte. Ich nehme mal die Bänder weg. So, das weg. Und dann können wir jetzt den ganzen Kram hier verkaufen und das auch. Alles hinfort. Hinfort mit dir, du nervige Pest. Das war zu viel verkauft. Das müssen wir behalten. So, aber das beides noch weg. Okay, was wäre hier sinnvoll? So. Das können wir eigentlich hier unten belassen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir müssen nur überlegen, wie wir jetzt sinnvoll diese Autoclaves hier hinstellen. Können wir so einen hinstellen und wir können auch hier einen hinstellen. Das müsste doch laufen. Ich teste das mal kurz. Siehst du, die Bänder hätte ich alle dran lassen können. Ist nicht schlimm. Wir kommen da raus. Wir wollen da rein. Okay, soweit so gut. Platz sparen. Um Platz zu sparen, wäre es schlau, den hier hinzubauen. Dann kommen wir nämlich aus dem Autoclave dort raus. Aus dem Autoclave kommen wir hier raus. Eins, zwei, drei. Eins. Ach, wie machen wir das am dümmsten? So, zwei. Und drei. Können wir verkaufen. Diese kleine Bucht können wir doch eigentlich auch benutzen. Ja, das machen wir auch einfach. Jetzt brauchen wir noch die zwei Evaporator. Und da ist vielleicht sogar spannend, dass wir nur auf einen einzigen... So ist gut. So ist noch besser. Dass wir nur auf einen einzigen Mixer gehen, genau. Das heißt, wir haben hier noch richtig viel Platz, den wir nutzen können. Wie kann man das denn sinnvoll gestalten? So. Ja, ich denke mal so. So sind zwar die Bänder ein bisschen lang. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Okay, so müsste es laufen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich meine, hat sich ja wirklich nicht viel verändert. Wenn wir keine Meldung kriegen von einem neuen Produkt, dann ist alles geglückt. Und auf alle Fälle haben wir damit ein bisschen Platz geschaffen. Hätten wir gewollt, hätten wir noch mehr Platz schaffen können, indem wir zum Beispiel diese drei Evaporator hier einfach austauschen gegen ein Agglomerator. Allerdings muss man da wieder sagen, und das gleiche auch hier oben, aber das hätte natürlich die Prozesskosten wieder erhöht. Ah, ups. Ja. So wird ein Schuh draus. Aber so ist wenigstens die Produktion auch voll. Ja, wir hätten das Ganze noch minimal hier einrücken können. Klar, das wäre alles möglich gewesen, aber
da wir ja hier in diese Ecke wollen, passt das schon. Und dann haben wir nämlich noch wirklich, wenn ich mir den Raum mal angucke, noch schön viel Platz für eine neue Produktion. So, da kommt unsere Creme wieder, die jetzt ein bisschen mehr Profit abwirft. Okay, das läuft, das ist wunderschön. Wir gucken derweil mal drauf, was wir hier haben. Wir könnten eigentlich jetzt mal ein Dreier-Katalysator erstellen. Dann könnten wir Antimalaria herstellen oder wir laufen auf heilt Tuberkulose. Nee, Quark. Machen wir doch. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, genau. Upgraden auf heilt Tuberkulose, genau. Und zwar würde man das an der Sparte upgraden. Da müssen wir mal schauen. 9 bis 12. Und dafür brauchen wir den Kondensor. Hat er. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach, um erstmal zu gucken, was daraus wird. Ein neues Bild. Genau, übrigens, neuer Patch am Start und so. Hat ein paar neue Bilderchen gebracht. Einen neuen Spielmodi, beziehungsweise, ja, ich glaube, so ein Standardspielmodus gucken wir uns an, wenn wir hier mit der Mission fertig sind. Hat Antihistamine erhöht. Okay, alles klar. Was ist hier? Ein Gegner hat was hergestellt. Das ist ja schön. Hier sind wir bei C+. Mal schauen, wo das hinläuft. Aber wir könnten, wie gesagt, auch einfach mal kurz das Ganze auf 9 bringen. Ja, das testen wir einfach mal, würde ich sagen. Weil wir es können. Dazu müssen wir zweimal increasen. 1, 2. Schauen wir. 8, genau, hier kommt die 9. Und jetzt in den Kondensator. Wie kann man den am besten hinstellen? So. Schauen wir doch mal kurz. Okay, wir müssen ans komplett andere Ende. Das wird dadurch verschwinden. Gout. Gout. Prevents Gout. Ich stopp mal kurz. Prevents Gout. Haben wir doch schon mal gemacht, oder? Wo geht die ganze Geschichte hin, wenn wir... Kann ich das hier sehen? Nee. Gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Da. Combat Liver Disease. Combat Liver Disease. Combat Liver Disease. Das ist der Leberknaller XXL. Wo haben wir den? Das müsste er hier sein. Okay, Combat Liver Disease ist hier auf der anderen Ecke. Okay. Es bringt uns also nichts. Ist aber egal. Ist aber egal. Tuberkulose. Gut, dann machen wir das doch mal. Das mache ich wieder weg. Das war ja nur zum Gucken. Die ganze Geschichte kann weiterlaufen. Okay. Kaufen wir mal ein bisschen Raum dazu. Viel Platz brauchen wir dafür ja nicht. Gut, es geht also los mit... Wir kaufen Robbery Acid Folia Discharge ein. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Oh Gott, wir können... Oh. Alter Verwalter. Halleluja, habe ich auch noch nicht gehabt. Komm, da wir das Ding jetzt nochmal einkaufen.
Ah, jetzt habe ich. Doch, habe ich drauf geklickt? Nee. Import. Gut, ich muss das nebenbei mal kontrollieren, das geht leichter. 1, 2, 3 mal dissolven und dann agglomeraten. Gut, das können wir. Zack. Dreimal dissolven. 1, 2, 3 und dann agglomeraten. 1, 2, 3, 4. Ich mach das mal genau. Ne, läuft schon auf der langsam. Dann geht's in die Doppelshaker. Shake, shake, shake. Shake 1. Shake 2. Shake 1, Shake 2. Mal sehen, ob das klappt. So, so, so. Rauskommen das Ganze und läuft in die Mixer. In die Multimixer. Da haben wir einen hier. Und wie machen wir das am dümmsten? Einen hier. Genau. Das ergibt Sinn. Wir kommen einmal von hier, den muss ich mal wegnehmen. Na. Okay. Ich stopp das mal kurz. Der kommt da raus, der kommt da rein. Okay. Das Mittelchen hieß Malleable. Malleable, 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 Malleable. Und auch hier einmal bitte Malleable Import. Gut, raus kommt die ganze Geschichte auf einem Band, dann dreimal evaporaten, einmal dissolven. Können wir. Ah, ich hoffe, der Platz, das reicht auch. Dreimal evaporaten, habe ich gesagt. Eins. Da kriegen wir Platzprobleme. So wird ein Schuh draus, oder? 1, 2, 3. Genau. Einmal dissolven und dann geht das Ganze in die Autoclaves. Dissolven. Können wir erst hier machen. Nee, können wir da noch machen. Haha. Platzausnutzung vom Feinsten. Gut, zwei Autoclaves. Wie bauen wir die am dümmsten, dass das funktioniert? Eins. Zwei. Nee, so funzt es nicht. Den kriegen wir nicht weg. Wir können es nicht ein nach oben setzen, ne? Mal gucken. Doch, hier würden wir Platz gewinnen. So. Genau. Hervorragend. Bisschen Platz gewonnen. Da kann der hin und der geht. So. Sehe ich das richtig? Einmal. Zweimal. Das Ganze kommt hier raus. Genau. So funktioniert das. Danach müssen wir ionisieren, ionisieren, agglomeraten. Okay, wir müssen auf den Platz achten. Ionisieren. Ionisieren. Agglomeraten. Tolles Wort. Gibt's gar nicht.
Okay. So, wir schauen mal. Ionisieren Agglomerator. Genau, das war's ja schon. Dann laufen wir jetzt noch zweimal in den Evaporator. Ich muss mal kurz ein Auge drauf haben. Wir wollen ja erhöhen von hier aus. Und das Mittelchen hier hat auch schon das gleiche. Ach, ich werde bekloppt. Warum machen wir das? Das Mittelchen, was hier rauskommt, das machen wir für das. Das brauchen wir doch gar nicht. Das verschwindet doch sowieso. Das brauchen wir nicht. Das müssen wir nicht machen. Das heißt, wir gehen direkt nach... Ich gucke mir das nochmal an. Da sind wir schon auf 8. Okay. Verkaufe ich die mal wieder. Sell. Das Mittelchen ist schon auf 8. Wir müssen also nur eine Stufe erhöhen. Das können wir auch. So. Und jetzt geht das Ganze zweimal hier rein. Da ist wieder die Frage, wie bauen wir das am dümmsten? So würde ich vorschlagen. Oder kann man das noch gescheiter bauen? Ja, nee. Ja, wir könnten es dichter bauen, aber... Nee, ich baue die mal. Ich baue das mal so. Okay. Wir fahren einmal da rein. Was baue ich denn, Mensch? Okay, hier fährt er rein. Und soweit gucken wir jetzt erstmal. Erstmal schauen, ob das alles so Sinn macht, wie ich mir das hier vorstelle. Müssen wir auch schauen, was die Base hier ist. Dass das auch wieder klappt. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Okay. Weiß nicht, die Mucke hat es mir voll angetan. Wir haben hier neue Nachrichten. Das ist alles, was unsere Konkurrenz hier erstellt hat. Das interessiert uns jetzt alles mal nicht ganz so. Prinzipiell haben wir dieses Jahr auch schon geschafft, aber ich möchte einfach mal gucken, was noch so möglich ist. Wobei uns die Zeit langsam wegläuft. Stimmt gar nicht, da unten ist die Zeit. Nee, hier ist alles gut. Während das läuft, können wir aber mal einen Blick werfen. C+ immer noch. Frech. Frech. Das Produkt will noch nicht so richtig, wie wir wollen. Wir haben hier auch ein paar Leute. Wir können hier noch ein bisschen was erforschen. Bam. Ich knall das mal voll hoch hier. Bisschen Kohle zu sparen. Und wir können mal hier jemanden hinschicken. Ist ja nicht so, dass wir gerade Geldprobleme haben. Für die Zentrifuge können wir auch jemanden anstellen. Und Ingredients können wir hier auch nebenbei mal ein paar neue erforschen. Genau, ich wollte hier hin. Erstelle ich noch einen. Der kann auch gleich dahin. Wir können die Kosten davon nochmal senken. Macht unsere Produkte nochmal einfach ein bisschen lukrativer. Gut, das ist das Produkt, was nicht gut geworden ist, genau. Okay, und jetzt müssen wir komplett runter. Ich will erst analysen. Wo war der? Da war der. Okay. Können wir ruhig mal machen hier. Das Blur Vision können wir übrigens immer noch wegzaubern. Weil wir sowieso nach unten müssen. Und wir können jetzt nämlich hier halbiert die Konzentration. Damit können wir jetzt nochmal richtig punkten und Kohle sparen.
beziehungsweise Platz, eher Platz. Das kann ich verkaufen hier wieder, was hier noch steht. Was hat er erforscht? Headquarter, das National Headquarter. Ein Piepelchen, wir stellen noch einen ein. Patente gibt's jetzt hier. Was sind denn Patente? Patente erlauben dir, deine Produkte oder deine Drogen, deine Medikamente zu schützen. Oder Formular zu schützen. Und unsere Konkurrenten können dieses gleiche Produkt nicht verkaufen. Okay. Ja, es schützt also alles. Das nehmen wir mit. Das ist cool. So, erster Bestandteil. Ah, geil. Schau mal. Pass auf. Wenn ich mir... Ich guck's mir mal hier an. Tuberkulose ist am stärksten auf der 2. Und die 2 ist perfekt, weil wir nichts haben. Genialo. Wirklich genialo. Verkaufen, stoppen. Das bedeutet, wir wollen jetzt die Konzentration halbieren. Da ist wieder die Frage, wie machen wir das am dümmsten, um Platz zu sparen. So. Und so. Nein, das geht gar nicht. Ach Gott, da tue ich mich immer schwer, dann gedanklich hier das so hinzukriegen, wie ich mir das vorstelle. Denn wir müssen da. So, so wird ein Schuh draus. Eins. Na, zwei. Genau, so wird ein Schuh draus. Damit verringern wir die Konzentration von 18 auf 9. Und von 9 wollen wir runter auf 6, auf 3 und dann noch ein Einzel. Okay, dann fahren wir Decrease. Zwei Ionisierer ran. Eins, zwei Ionisierer ran. Das Ganze noch einmal dann dissolven. Okay. Pam, pam, pam. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ob hier das, was ich hier so im Kopf habe, ob das überhaupt funktioniert. Und dann können wir nämlich in den Pillenmaker, weil wir ja keine Nebeneffekte haben. Great! Bam, bam, bam. Tuberkulose können wir dann auch gar nicht mehr upgraden. Funst ab in den Pillenmacher. Was gibt's denn hier noch? Ah. Increase Combined Value. Das sind aber schöne Sachen. Okay, aber wir verkaufen jetzt erstmal das ganze Mittelchen. Platz hätten wir ja hier später noch ein kleines bisschen, um hier vielleicht das Ganze dann gegen Tuberkulose in Spritzen oder sowas zu verkaufen. So. Warmer Sommer. Antihistamine sind wieder normal. Gegner, Gegner, Gegner. Gegner. Und ein neues Produkt, Tuberkulose. Wie nennen wir den denn? Das ist der... Iron Man. Unser Iron Man. Da gibt es doch diesen Lauf auch, den Iron Man. Mit einer der härtesten Wettkämpfe, die es, glaube ich, gibt, so im sportlichen Sinne, oder? Okay, wir haben hier ein neues Produkt. Das kann Warzen entfernen. Halleluja. Und wir haben etwas, was Magensäure reduziert. Ja. Das ist ja auch freundlich. Da sind die beiden. Und wir müssen erstmal jetzt die Wüstenexpedition freischalten. Dafür fehlen uns noch die People.
Gut, so lange können wir warten. Gucken wir aufs Plus, ey. 675 wirft das Ding ab. Wie sieht's denn hier aus? C+. Ich will kein C+. Ich will ein B. Mach mich nicht traurig. Okay, aber wisst ihr was? Wir machen hier erstmal ein Folgenpäuschen. Bin schon leicht drüber. Wenn man erstmal so drin ist, ne, dann passiert das auch ratzfatz. Also, wir sehen uns. Ich mache mal hier langsame Geschwindigkeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode und schauen mal, ob wir da noch ein neues Mittelchen hier irgendwie zusammen rühren können. Also, ciao, ciao.